Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um ein Ambon-Gerät für unser Terra-Variant oder Art Holmer-Pack, genau. Und das möchte ich euch gerne mal genauer zeigen. Wir haben ja aktuell in der Anbauvorrichtung eine Art Erweiterung für unseren Holmer, dass man im Prinzip hiermit auch die Container von IT-Banner runterladen kann, beziehungsweise aufladen kann und absatteln kann. Und damit halt auch beliebig rumfahren kann. Der Mod heißt Hole Run, ist für alle Plattformen verfügbar, hat ca. 5 MB, also nicht gar nicht mal so groß, in der Version 1.000. Wie gesagt, verfügbar für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Und dann gucken wir uns den mal hier im Shop an, natürlich. Ne? Das ist dieser Hole One von Lizard. Wiegt 1,9 Tonnen. Kostet 2.800 Euro. Und könnt ihr hier die Farbwahl wählen in allen Farben. Wie zum Beispiel hier in Weiß wählbar. Oder in Schwarz zum Beispiel. Ne? Natürlich auch in anderen Farben wählbar. In Gelb. In Hardy-Rot. Oder auch komplett in Massey-Rot. Ne? Oder auch gerne in Olivgrün zum Beispiel. Die Farbwahl kostet hier nichts anscheinend. Und dann bezahlt ihr im Prinzip nur den Basispreis von 2.800 Euro. Dann habt ihr natürlich hier keine R3-Taste, sondern ihr müsst selber gucken, welche Mods ihr da drauf nimmt. Und bitte beachtet, wenn ihr diesen Mod hier runterladen tut, ladet auch natürlich das Holmer-Pack runter. Ja, wird benötigt hierfür. Steht natürlich auch in der Mod-Beschreibung drin. Das wäre dann dieses Holmer-Pack hier. Wie gesagt, einmal mit dem Fass selbst verbaut drauf. Dann mit den ganzen Überladesachen als Containersystem. Ne? Und dann haben wir natürlich den zweiten Holmer hier drin. Der hat im Prinzip diese Basisplatte. Oder dieses Basismodul. Und da könnt ihr halt euch doch welchen wählen, welche Motorvariante ihr nehmt. Den 585 oder den 652. Wie gesagt, entweder mit 585 PS oder mit 652 PS. Und setzt den dann einfach hier darunter. Folgendes aber: Nicht alle Container funktionieren genau richtig damit. Ich habe jetzt aktuell zwei Container drinnen. Einmal das Multifrucht Container IT-Runner Pack und einmal das IT-Runner Pack selber mit dem 2433 und 2633 HD. Natürlich habt ihr auch die ganzen Gerätschaften dabei, ne? Auch die Anhänger dafür, ist ja klar. Und ich habe mal beide ausprobiert gehabt. Einmal den blauen hier und einmal den grünen hier. Und das zeige ich euch jetzt mal. Die haben mir einfach hier mal so ein Terra oder so ein Holmer hingestellt. Ja, der Sound ist immer noch mega. Fahren einfach hier drunter. Und dann bekommt ihr irgendwann den Trigger, genau, mit X mit ankoppeln. Koppelt den an und dann habt ihr den im Prinzip als Aufbau drauf. Könnt natürlich jetzt auch wählen, welchen Container ihr haben möchtet. Und dann habt ihr L1 und X für den Arm ausklappen. Und der Arm fährt selber vorne vom Haken noch ein Stückchen weiter raus. So seht ihr das. Dann fahrt ihr einfach hinter einen Container zum Beispiel. Ich nehme jetzt einfach mal den grünen hier mit. Drückt dann X. So, und jetzt habt ihr den dran, wollt natürlich den aber aufladen. Dann drückt der einmal die Taste Dreieck, sodass ihr halt das Mittelstück habt. Dann drückt ihr L1 und X, um den Container aufzuladen. Der Container wird hoch aufgeladen und wird auch sanft hier über die Rollen gefahren im Prinzip. Und sieht dann so aus. Die Frage halt, ob das jetzt über 4 Meter ist. Normalerweise hat man ja eine
Maximalhöhe von 4 Metern oder 4,5 Metern. Aber das geht natürlich auch. Könnt ihr natürlich auch jetzt hier abladen. L1 und R1 und Kreis. Beziehungsweise Dreieck. Hier kann ich das ja nicht, weil ich ja keinen Zugriff habe. Da setze ich mir einfach mal um. Dann haben wir hier den Holmer bzw. den Taravarian stehen mit dem Container direkt drauf. Fahren jetzt einfach nochmal da drunter, können auch den Container so abstellen und den auch so befüllen. Einfach hier dran fahren und dann ja, ankoppeln. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel auch hier wählen, zum Beispiel L1, R1 und Dreieck für aufklappen. So klappt der halt auf, ne? Und fährt auch ziemlich weit hoch sogar. Hier der Container hat jetzt den Vorteil, der geht komplett mit der Klappe hinten auf, was auch schön gemacht ist. Die anderen gehen halt nur halb auf oder die Türen gehen nach links und nach rechts auf. Hier haben wir allerdings den Vorteil, dass man hier uns nichts verschandelt, wenn wir jetzt mal zu schnell um die Kurve fahren sollten, ne? Können da natürlich aber auch hier den Container wieder ablassen. Und können zum Beispiel jetzt einfach mal was laden. Oder in die Multikaufstation fahren. Wenn wir dann einen Trigger bekommen würden. Dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir den Container abkoppeln, also runterfahren. Dass wir im Prinzip dann mit dem Trigger unter dem Container stehen. Ne? Dann können wir zum Beispiel Befüllung starten. Wir nehmen jetzt einfach mal hier, ich sage jetzt mal so einfach mal Heu oder Gras, kann man auch machen. Ich nehme jetzt einfach mal Saatgut ein bisschen. Einfach Saatgut mal wählen. Und jetzt ist die Frage, ob der das auch im Prinzip ganz hoch bekommt, also ganz auf den Aufsatz drauf bekommt. Das versuche ich jetzt mal einfach mal hier. Also L1 und X so aufladen. Achtung. Okay. Der hat zwar ein bisschen zu kämpfen, aber bekommt den einmal frei drauf. Ihr seht aber auch, wie der hinten runter geht mit der Ladung, ne, mit 45 Tonnen. Also hat schon was. Nur ihr müsst halt aufpassen, je mehr ihr laden tut, desto instabiler werden die Teile. Ne? Deswegen haben wir hier auch zum Beispiel Weber Frontlenkung nur oder komplett Allradlenkung. Bei der Frontlenkung haben wir natürlich den Vorteil, dass wir natürlich nicht wegrutschen oder wegfallen. Ne? Haben natürlich aber auch den Vorteil, dass man halt auch einen größeren Radius braucht. Bei der Allradlenkung natürlich können wir direkt so rumlenken. Ne? Wird aber instabiler, da müsst ihr halt drauf achten. Wie gesagt, ist auf jeden Fall schön gemacht. Schöner Mod auf jeden Fall. Passend auch wie im 19er. Ne? Hat auch schon was. Und dieses Hole One, dieses Paket hier, ist auf jeden Fall auch interessant. Wie gesagt, ihr müsst halt bitte beachten, die Container einfach ausprobieren. Ne? Weil der hier hat mir ein bisschen Fehler geschmissen. Der hier ist ja von dem normalen IT-Wanner Pack. Und der grüne natürlich auch. Und der Miststreuer zum Beispiel und der grüne geht einwandfrei drauf. Bei dem blauen müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, probiert auch gerne die Mods aus. Ne? Und falls euch doch mal was nicht passen sollte, schreibt es einfach den Support oder könnt ihr einfach hier unter die Videobeschreibung in den Kommentaren einfach reinschreiben, was euch denn da so gefällt oder was man besser machen könnte oder. Ne? Genau, falls ihr aber dennoch neu auf dem Kanal seid und euch das Ganze hier gefallen solltet, könnt ihr den Kanal natürlich auch gern kostenlos abonnieren und denkt dran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr natürlich nichts mehr verpassen tut. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.